Gräfin Kosel. Zweiter Teil. Der Vertrag. Seit jenem Abend im Palais der Gräfin Reuß sahen sich Anna und August fast täglich. Aber ihren Widerstand konnte der König nicht brechen. Sie blieb bei dem, was sie ihm anfangs offenbart hatte. Sie könne wohl Gattin sein, niemals aber Geliebte. Ich weiß, dass ich nicht die Ehe fordern kann, solange Königin Eberhardine lebt. Aber ich fordere ein feierliches Gelöbnis, dass Majestät mich heiraten werden, sobald die Königin stirbt. Diese einige Wochen dauernde Zeit der Ungewissheit endete mit einer Überraschung. Holm, den der König unter dem Vorwand, dort die Steuern einzutreiben, in die Lausitz geschickt hatte, erhielt den Befehl, nach Haus zurückzukehren. Und an dem Tag, als man den Minister erwartete, ließ August 100.000 Taler in einen Sack füllen und fuhr zu Anna. Hör zu, Gnädigste. Ich kann euch mit Gold überhäufen, mit Würden und Titeln. Ich kann aber auch das, was ich mir widersetzt, vernichten. Ihr habt die Wahl zwischen Frieden, ja, Liebe und Krieg. Allergnädigster Herr, ich fürchte weder den Tod noch beeindruckt mich Gold. Warum gebt ihr mir nicht das eine, was mich besiegen kann? Euer Herz. Du hast es längst. Mein liebendes Herz kann nicht danach trachten, zu entehren, was es liebt. Ich verschweige es nicht, mein König, ich liebe euch. Aber Anna Holm wird nicht eher euer sein, als sie sich eurer Liebe würdig fühlt. Also Bedingungen, welche? Ihr wisst es. Das schriftliche Eheversprechen. Es ist eine gefährliche Bedingung, Anna. Glaube mir. Von ihr rücke ich nicht ab. Und gelte es mein Leben. Also gut, wenn du es so haben willst, sollst du es so haben. Was noch? Ich muss mich von Holm scheiden lassen. Gut, morgen lasse ich die Scheidung im Konsistorium ausstellen. Was noch? Nichts mehr. Mir genügt dies. Aber nicht dem König. Nicht mir. Majestät! Ich vertraue deinem königlichen Wort. Aber bevor ich mich berühren lasse, müssen die Ketten fallen, die mich fesseln. Ich bin Holms Frau, habe ihm Treue geschworen und ich halte sie. Tu mit mir, was du willst. 100.000 Taler jährlich und meine beiden Königreiche liegen dir zu Füßen. Und mit ihnen ich. Morgen werde ich befehlen, das Palais für dich einzurichten. Dann bis morgen, mein König. In dieser Nacht kehrte Holm nach Hause zurück und fand das Schlafgemach seiner Frau verschlossen. Am nächsten Morgen befahl ihn August in aller Frühe ins Schloss, sodass er ohne Anna zu sehen fortgehen musste. Majestät haben befohlen. Der König empfing ihn überschwänglich und freundlich. Nun, Holm, hast du dich genug amüsiert, dass du endlich wieder zurückkommst? Aber ich war auf Befehl eurer Majestät in der Lausitz. Was? Ich soll... Davon weiß ich nichts. Nun ja, du hast Feinde am Hof, das ist offenkundig. Man wollte mich dir entfremden. Aber sei nicht bange, in mir hast du einen Freund, der nicht zulässt, dass man dich kränkt. Majestät, ich danke ergebenst für diese hohe Gnade und ich werde mich bemühen. Genau, das ist es, Holm. Unter allen Umständen musst du mir Geld besorgen. Ich brauche unheimlich viel. Majestät müssen nur Befehle. Das höre ich gern. Also dann, mein Lieber, an die Arbeit. So wurde es Mittag, ehe Holm nach Hause zurückkehren konnte. Kaum war die Tür zum Kabinett hinter ihm zugefallen, trat Anna ein. Graf. Vor Schönheit strahlend. Seine Majestät hat mir die Ehre erwiesen und seine Zuneigung zu mir bekannt. Er ist dessen würdig, dass ich sie erwidere. Aber ich kann und will euch nicht betrügen. Ich fordere die Scheidung, die eurem Namen den guten Ruf wahrt. Du verlässt mich, um dich auf Gnade und Ungnade dem größten Leichtfuß der Welt auszuliefern? Die Sorge um mein Schicksal überlasst mir. Mein Entschluss ist unwiderruflich. Stimmst du der Scheidung freiwillig zu? Ich sehe, dass du dich nicht so schnell entscheiden kannst. Also räume ich dir Bedenkzeit ein. Vergiss aber nicht, dass Krieg gegen mich und den König gefährlich sein kann. Jetzt wähle du. Karriere oder Fall? Hure! Außer sich vor Wut und Eifersucht rannte Holm im Kabinett herum, unartikulierte Laute ausstoßend, riss Tisch und Stühle um, warf Stöße von Papier auf den Boden und trampelte darauf herum. Was habe ich für Sie getan? Als unvermutet eine Stimme ihn wieder zu sich brachte. Was ist los mit dir, Holm? Was ist passiert?
Es war Graf Fitztum, sein Schwager und ein enger Vertrauter des Königs, der unbemerkt eingetreten war. Das wisst ihr bestimmt besser als ich. Anna verlässt mich. Der König braucht auch sie noch. Ich werde vor allen Leuten bloßgestellt und dem Gelächter preisgegeben. Sprechen wir vernünftig. Ich komme mit einer Empfehlung des Königs. So? Und was geruhen, seiner Majestät zu befehlen? Er verlangt, dass du in die Scheidung einwilligst, wofür er dir seine Gnade und seinen Dank verspricht. Wozu braucht er meine Zustimmung? Der König kann ohne sie handeln, wie es ihm beliebt. Das ist ein Gnadenbeweis des Königs, dass er dazu deine Zustimmung erbittet, was er auch ohne sie haben kann. Du solltest darin seinen Willen sehen, dich in deinem Amte zu behalten. Weil er mich braucht. Überleg es dir. Wenn ich gegangen bin, ist es zu spät. Lieber Schwager, überbringe dem allergnädigsten Herrn, dass ich mich zu tiefem Dank verpflichtet fühle und ihm die Hand küsse. Ist es doch eine außerordentliche Ehre, seiner Majestät einen angebissenen Apfel zu opfern. Du solltest ein Glas Wasser trinken. Am nächsten Morgen gingen Anna und Graf Holm ins Konsistorium, um sich scheiden zu lassen. Sie erhielt das königliche Eheversprechen. Hier. Friedrich August, von Gottes Gnaden König in Polen, zog in ein nahe dem Schloss gelegenes Haus. Ero Gestalt, dass wir in Kraft eines ehelichen Eides versprechen, dieselbe herzlich zu lieben und beständig treu zu verbleiben. Legte den Namen ihres Mannes ab und hieß fortan Kosel, nach einem Besitztum ihrer Familie. Die mit unserer geliebten Gräfin von Kosel künftig erzeugten Kinder vor unsere rechte Kinder, Kraft dieses zu erkennen. Zu ihrem Schutz kommandierte August jenen Mann ab, der gleich ihm Hufeisen zerbrechen konnte und der Anna, ohne dass es jemand ahnte, so sehr liebte, dass er sein Leben für sie gegeben hätte, den polnischen Edelmann Raimund Saklika. Holm erhielt vom König ein Geschenk von 50.000 Talern. Trotz der Niederlagen, die August in den kriegerischen Auseinandersetzungen um die polnische Krone mit Karl XII. Von Schweden erlitt, wurde seine Liebe zu Anna, für die er bei Kaiser Joseph I. den Titel einer Reichsgräfin erwirkt hatte, von Tag zu Tag größer. Ich liebe dich, Anna! Ihre Herrschaft, zunächst nur für kurze Zeit vorgesehen, sagt der Minister, schien sich auf Dauer einzurichten. Dass ich das auf keinen Fall gutheiße. Das schriftliche Eheversprechen Augusts in der Hand betrachtete sie sich als seine zweite rechtmäßige Gemahlin. Von ihr kam auch die Idee eines neuen Regierungssystems, des geheimen Kabinetts, das am 1. Juni 1706 in Kraft trat. Mit diesem Schritt entmachtete der König praktisch den bisher herrschenden einheimischen Adel. Als Berater bevorzugte er Ausländer, wie zum Beispiel den Pommern Flemming, die nicht mit dem sächsischen Adel versippt waren. Majestät können sich auf mich verlassen. Anna sah sich nach geeigneten Ministern um. In ihrem Haus wurden Verträge abgeschlossen, Intrigen gesponnen, Politik gemacht. Wenn der König arbeitete, war sie bei ihm, begleitete ihn auf seinen häufigen Inspektionsreisen durch Sachsen, brillierte bei Turnieren und Ritterspielen. Sie reitet und schießt besser als die meisten Männer am Hof. Daneben kümmerte sie sich um ihr Landgut Pillnitz, verbesserte die Wirtschaft, kümmerte sich um die Jagd und vertrieb ihre eigenen Erzeugnisse. 3.000 Taler Gewinn warf das Gut jährlich ab. Die Gräfin Kosel verlieh Gelder gegen Wechsel an Damen und Herren des Hofes, sodass nahezu alle bei ihr verschuldet waren, was ihr viel Feindschaft einbrachte. Bankier Lehmann soll kommen. Als Zeichen seiner Liebe ließ August für sie unmittelbar neben dem Schloss das Palais der vier Jahreszeiten erbauen. Hunderttausende wurden dafür ausgegeben, während es für das Heer an allen Ecken und Enden fehlte. Ein verhängnisvolles Versäumnis. Denn als Karl XII. Von Schweden mit 20.000 Mann in Sachsen einfiel, musste August im September 1706 im Altranstädter Abkommen auf die polnische Krone verzichten. Anna, die Welt wird sich von mir abwenden. Und du wirst mich nicht mehr lieben. Das Glück hat deinen August verlassen. Ich bin geschlagen, besiegt. Habe alles verloren. Aber nicht mich, Liebster. Einen Unglücklichen werde ich umso mehr lieben.
Ich danke dir. Ich brauche dich so sehr. Dein Trost, dein Rat. Der Feind verfolgt mich bisher her. Er herrscht hier, nicht ich. Ich bin der bejammernswerteste aller Monarchen. Aber wenn auch Anna dem König von allen Mätressen die Liebste war, verzichtete er nicht auf gelegentliche Abenteuer. Seine Höflinge, denen die Kosel längst zu mächtig geworden war, unterstützten ihn darin, wo sie nur konnten. Anna hatte gerade ihre zweite Tochter geboren, August nach längerer Abwesenheit aus Polen zurückgekehrt, saß an ihrem Bett, als ihm ein dringendes Schreiben aus Warschau gebracht wurde. Während er es las, irrte sein Blick unwillkürlich zur Kosel. Was ist das für ein Brief? Staatsangelegenheiten, was denn sonst? Zeig ihn mir bitte. Nicht nötig. Schlimmes ahnend, riss sie ihm den Brief aus der Hand und las. Er stammte von Henriette Duval, die der König in Warschau kennengelernt hatte. Sie berichtete August von der Geburt einer Tochter und fragte an, was August mit dem Kind zu tun befehle. Mag sie es ins Wasser schmeißen, ertränken, so wie ich sie ersäufe, wenn ich sie zu fassen kriege. Um Gottes Willen, Kosel, beruhige dich. Du, dem ich alles geopfert habe, dessen Frau ich bin, ja, Frau Gattin, die dich allein liebt, du wagst mich zu hintergehen, zu verraten! Nein, was soll ich denn tun? Wenn du dieser Frau auch nur mit einem einzigen Wort antwortest, dann fahre ich nach Warschau und bringe sie und ihre Tochter um, das führe ich! Ich habe sie schon vergessen. Glaub mir, ich liebe doch nur dich. Nachdem er Anna versöhnt hatte, verbrachte August den Abend wie so oft in der trauten Runde seiner Trinkkumpane und erzählte amüsiert von dem Brief der Duval und Annas Empörung. Mit nichts an als einem Hemd. Ist sie aufgesprungen. Die ist eifersüchtig wie keine andere. Wenn die Gräfin Kosel so eifersüchtig um das Herz eurer königlichen Hoheit buhlt, sollte sie wenigstens nicht selbst Anlass geben zu Verdächtigung und Misstrauen. Wer so etwas behauptet, Fürstenberg, sollte seine Worte gut abwägen und sich die Folgen ausrechnen. Darüber, was du gesagt hast, kann man nicht hinweggehen. Du solltest dich entschuldigen. Wenn mir dieses Wort schon entschlüpft ist, muss ich es selbstverständlich begründen. Wir alle haben uns sehr gewundert, dass die Gräfin, während die abwesend war, Majestät, den Grafen Lescherin so oft empfangen hat. Jeden Tag zum Mittagessen und zum Abendessen. Hin und wieder wurde er gesehen, wie er sich sogar erst nach Mitternacht davonstahl. Manchmal mit seinem Bruder, meist ohne ihn. Die Grafen Lescherin, von denen der Ältere sehr gut aussah, versuchten seit einigen Monaten ihr Glück am Dresdner Hof. Und ich darf daran erinnern, dass die beiden durch die Protektion der Gräfin von eurer Majestät zu Kammerherren ernannt wurden. Schwester mit Fürstenberg! Aus dir spricht Neid. Willst du, dass sie sich in ihren vier Wänden langweilt? Die Kose mag dich nicht. Offenbar ist Lescherin ein besserer Gesellschafter als du. Bei dieser Unterhaltung gab es einen Lauscher wider Willen. Die Majestät meine. Saklika. Ich war nur in Sorge wegen. Anna hatte ihn mit einem Brief zu Augusts Trinkrunde geschickt, in dem sie sich für die Heftigkeit ihrer Reaktion auf den Brief der Duval entschuldigte. Deine Sorge ist unbegründet. Unbemerkt wartete Saklika auf eine Gelegenheit, sich dem König zu nähern. Also, vergessen wir das. Doch nach Fürstenbergs Verdächtigung gegen Anna kehrte er um und rannte zurück zum Palais. Was ist passiert? Ist dem König etwas zugestoßen? Nein. Vielleicht habe ich Schuld auf mich geladen, weil ich euren Auftrag nicht ausführte. Aber das, was ich dort gehört habe, glaube ich, euch zu berichten, verpflichtet zu sein. Fürstenberg hat euch beim König verleumdet. Er sprach von nächtlichen Rendezvous mit Graf Lescherin. Die Kosel hörte ihn schweigend an, nahm den Brief aus seiner Hand, nickte kurz und entließ ihn. Als August spät nachts das Zimmer betrat, stand sie scheinbar in Gedanken versunken vor einem Bild, das seine Königskrönung darstellte. Was sehe ich, gnädigste Geron, meinen Konterfei zu bewundern? Es überrascht mich, dieser Ehre noch würdig zu sein. Ich verstehe nicht, gnädigster Herr. Es wäre doch wohl lächerlich anzunehmen, es könnte nach euch jemand meine Blicke auf sich lenken. Bisher habe ich es geglaubt. Was bedeuten diese geheimnisvollen Reden? Sprecht offener Majestät, damit ich Gelegenheit habe, mich zu rechtfertigen. Rechtfertigen, rechtfertigen. Es gibt Dinge, von denen kann man sich nicht reinwaschen. Ihr wolltet sie von mir geheim halten. Ich besitze jedoch Beweise. Beweise? Gegen mich? Welcher unverschämte Schuft hat sich erdreistet, mich zu verleumden?
Oder suchst du einen Vorwand, um mich zu verstoßen? Früher war deine Liebe imstande, mir selbst Fehler zu verzeihen. Fürstenberg hat mir erzählt, dein Umgang mit Lescheren habe in der ganzen Stadt Ärgernis erregt. Mit Lescheren? Alle Welt weiß, er ist in euch verliebt. Und ihr habt ihn während meiner Abwesenheit täglich empfangen. Lescheren ist in mich verliebt, das ist wahr. Aber denkst du denn, mein König, es genüge, mich zu lieben, um von mir geliebt zu werden? Also kann so einer wie dieser Fürstenberg mit einem einzigen boshaften Wort dein Vertrauen zu mir erschüttern? Den Glauben an das Herz einer Kosel? Nicht doch. Nicht doch. Du hast recht, Anna. Verzeih mir. Ich bin eifersüchtig, weil ich dich liebe. Mein König, wenn du Verleumder vor den Thron lässt, merk dir das, werden sie bald auch deine geheiligte Person begeifern, denn ihnen ist nichts heilig. Besänftigt kehrte der König ins Schloss zurück. Am nächsten Tag mied er Fürstenberg und ließ Lescheren durch den Hofmarschall befehlen, unverzüglich Dresden zu verlassen. Dank Saglikas Wachsamkeit hatte die Kosel über ihre Feinde gesiegt. Bei aller Kontroverse zwischen Anna Kosel und ihren Gegnern um Fleming und Fürstenberg gab es doch eine Sache, worin sie sich einig waren. Dem unverschämten Treiben Karls des XII., der noch immer im Land saß, obwohl der Friedensvertrag längst abgeschlossen war, und der das durch den Krieg verarmte Sachsen ausraubte, musste ein Ende gesetzt werden. Anna hatte einen Plan und diesen als erstem dem General des Königs Graf Schulenburg eingeflüstert. Der ersuchte eines Morgens den König um Audienz. Was gibt's, General? Bringst du etwa die erfreuliche Nachricht, dass die Schweden abziehen? Leider nein, erlauchter Herr, aber es gäbe vielleicht ein Mittel, sie loszuwerden. Und welches? Der Leichtsinn dieses schwedischen Jünglings, der in Begleitung von oft nur 20 oder 30 Reitern das Land durchstreift, fordert es geradezu heraus. Man muss ihn gefangen nehmen. Und alles Übrige wird ein leichtes sein. Was redest du da? Mitten im Frieden? Jemanden, der keinerlei Argwohn hegt, der uns vertraut? Das erst ermöglicht unsere gerechte Rache. Ich könnte ihn überfallen und entführen. Dann bringe ich ihn auf den Königstein. Mögen Sie die Festung belagern. Karls Haupt wird mir für Sicherheit bürgen. Und er unterschreibt dann einen Vertrag, den diesmal wir diktieren. Nein, ich hasse ihn, ja. Aber ihn, der mir vertraut, überfallen und... Nein. Nein! Ist er denn mit euch, mein König, jederzeit ritterlich verfahren? Lümmel wie dieser Jüngling mögen tun, was ihn beliebt. Aber zu solch schäbigen Tun lasse ich mich nicht herab. Weißt du, was sein wird? Dieser ungebärdige Junge wird weitergehen. Er wird seine Kräfte überschätzen. Bis er sich selbst irgendwo an einer Mauer den Schädel einrennt. Und Sachsen währenddessen? Die Menschen? Mein Lieber, das Volk ist wie Gras. Das Vieh zertrampelt es und im Jahr darauf schießt es in desto satterem Grün empor. Während Schulenburg nach diesem Gespräch den Plan aufgab, ließ die entschieden beherztere Kosel nicht davon ab. Und eines schönen Herbsttages, August befand sich im Zeughaus und brillierte mit seiner Fechtkunst, schien der Zeitpunkt gekommen. Treffer! Majestät haben getroffen! Kian, du bist der Nächste. Mach dich fertig. Was sagt ihr, Fleming? En garde! Ich kann es kaum glauben. Der wird in wenigen Augenblicken hier sein. Und er hat nur ein Dutzend Begleiter bei sich. Das ist eine Führung des Himmels. Treffer! Ah, Majestät, sind großartig im Tor. Fleming, was gibt's? Nichts, Majestät. Ich bewundere eure Fechtkunst. En garde! Ich habe insgeheim die Wachmannschaften zusammengerufen. Gut. Der König wird sich empören, aber letztlich seinen Vorteil daraus ziehen. Jawohl! Oh, sehr gut! Majestät sind unschlagbar! Eintreten! Guten Tag, Bruder. August blickte zur Tür und erstarrte, als er Karl den XII. Erblickte. Ein schöner Tag heute, nicht wahr? Die Unverfrorenheit des Schwedenkönigs raubte ihm für einen Augenblick die Fassung. Wie ich sehe, seid ihr nach wie vor für Überraschungen gut, Bruder. Und wie ich sehe, habt ihr Waffen genug. Es ist nur schade, dass euch die Leute dazu fehlen. Darf ich euer Majestät eine Erfrischung anbieten? Mein König? Das ist eine einmalige Chance, euch für alle Demütigungen zu rächen. Karl befindet sich in eurer Hand. Auf meine Redlichkeit vertrauend. Bei allem Respekt, Sire.
dann werde ich ihn gegen euren Willen festnehmen, selbst wenn ich den Kopf dabei riskiere. Um deinen Kopf geht es hier nicht, sondern um etwas mehr, nämlich um meine königliche Ehre. Und da steht dich etwas dagegen zu unternehmen. Auf eigene Faust? Du hast keine eigene Faust, wo meine ist. Ich werde nachher Karl so weit begleiten, bis er vor unüberlegten Anschlägen sicher ist. Und wirklich geleitete er den Schwedenkönig bis eine halbe Meile vor Neuendorf. Dort trennte man sich. August verharrte noch eine Weile und blickte nachdenklich vor sich hin, als Flemming angesprengt kam. Wenn ihr glaubt, hier, Europa werde eure Großmut bewundern, dann befindet ihr euch im Irrtum. Höhnen wird der Pöbel über diese Heldentat. In seinen eigenen Kot hätte man das blutrünstige Bürschlein stoßen müssen. Schweig, Flemming! Wenn August gehofft hatte, bei Anna auf Trost und Verständnis zu stoßen, so sah er sich bei seiner Rückkehr getäuscht. Anna empfing ihn wütend und der Verzweiflung nahe. Ich will dich nicht sehen. Du hast meinen Rat in den Wind geschlagen, Lord. Einige 20 Millionen aus dem Staatsschatz. Etliche 1000 Menschen. Den Tod deiner Offiziere, deine eigene Schande. Alles konntest du ihm heimzahlen. Aber du hast es nicht gewollt, nicht gekonnt. Angst hast du gehabt. Ich, ein schwaches Weib, hätte sie ihm an deiner Stelle anders vergolten. Ich wollte mir die Hände nicht schmutzig machen. Mag sich für mich rächen, wer will. Ich konnte es nicht. Und nun Schluss damit. Komm, wir werden Böttger besuchen. Du wolltest ihn doch schon immer kennenlernen. Na komm schon! Der Alchemist Böttger wurde in der Eckbastion des Schlosses gefangen gehalten, genoss jedoch alle erdenklichen Rücksichten, da August sich von ihm Gold erhoffte. Bisher allerdings vergebens. Vorsicht, Majestät! Er führte den König und Anna sogleich die schmalen Stufen hinab zur Werkstatt. Einer geräumigen Halle mit rußgeschwärztem Gewölbe. Schaut euch nur um, Gräfin. Öfen, auf denen erkaltete Retorten und Tiegel herumstanden, an den Wänden Flaschen und Gefäße. Als der König sich umsah, erblickte er eine jaspisfarbene Tasse, die dem großen Porzellankenner und Liebhaber orientalischen Ursprungs schien. Edgar, woher hast du das? Das ist doch eine Rarität. Das ist eine Spielerei, Hoheit. Ich habe aus Ton etwas wie Porzellan zu machen versucht. Du behauptest, das hast du gemacht? Böttger langte hinter sich und übergab der Kosel und dem König zwei kleine Schüsseln. Aber das ist doch das herrlichste Porzellan der Welt. Für ein Service mit meinem Wappen habe ich an China 50.000 Taler gezahlt. Dabei kannst du Porzellan zaubern und machst den Mund nicht auf. Du hast das Geheimnis gelüftet. Es war ein Versuch, erlauchtester Herr. Ein gelungener. Ein sehr gelungener. Das erste Service wird Böttger für dich brennen, Anna. Und es dir zu Füßen legen. Es war ein denkwürdiger Tag in der sächsischen Geschichte, der in Böttgers zufälliger, lange geheim gehaltener Entdeckung dem Staatshaushalt eine Goldgrube erschloss. Das Jahr endete in einem Reigen ausschweifender Geselligkeiten. Die Kusel entwarf die Programme, der König setzte sie ins Werk. Anna lebte im Rausch ihrer Macht und herrschte despotisch über König und Reich. Stimmen, die sie zur Vorsicht mahnten oder an die Unbeständigkeit des Königs erinnerten, wies sie empört zurück. Ich bin seine Frau. Seine Gemahlin im Stich lassen, das wird er nicht wagen. Er weiß, was ihn dann erwartet. Ich schieße ihn nieder und nehme mir selbst das Leben. Aufsitzen! Es war ein schöner Sommermorgen. Und August wollte die Festung Stolpen besichtigen. Es wird ein wunderschöner Tag. Er hatte sich gerade auf sein Pferd geschwungen, Fürstenberg, als Saklika von der Kosel beauftragt angerannt kam. Vergebung, Euer Majestät. Meine Herrin lässt fragen, wo Euer Majestät sich hinzubegeben gedenken. Sag ihr, dass ich nach Stolpen reite. Wenn sie will, soll sie mich einholen. Warten kann ich der Hitze wegen nicht. Alle! Es war noch keine halbe Stunde vergangen. Meine Herr? Da saß Anna im Sattel. Seine Majestät, der König, hat mich zum Wettstreit herausgefordert. Und wenn die Pferde krepieren und ich mir das Genick breche, wir werden ihn einholen.
Wer mich mag, mir nach! Sie jagte auf die Straße hinaus, die übrigen folgten. Sie hetzte über Wiesen, durch Wälder, die Pferde schäumten, aber Anna forcierte die wilde Jagd immer mehr. Herrin, wir müssen rasten, die Pferde können nicht mehr! Der Trupp verlangsamte das Tempo und hielt schließlich an einem baufälligen Anwesen, vor dessen Tor ein fahlgelbes, ausgemergeltes Weib stand, auf einen Krückstock gestützt. Wer bist du? Kralona. Ich bin ja Königin. In mir fließt das Blut der einstigen Herren dieser Erde. Königin? Du? All das Land hier war unser. Bis ihr gekommen seid und uns verdrängt habt mit Feuer und Schwert. Aber es ist meine Erde. Und wenn ich hier nicht leben kann, sterben muss ich hier. Kannst du weissagen? Zeig deine Hand. Eine hübsche Hand. Aber, Muy Bosho, böse Zeichen stehen in ihr geschrieben. Du reitest deinem Schicksal entgegen. Nach langem Glück, trostlose Tage, schlaflose Nächte, ungezählte Tränen. Du wirst mit Kindern kinderlos sein. Neben dem Gatten, Witwe, wirst frei sein und unfrei. Du tust mir leid. Ich? Dir? Was, Sir? Tausende auf dieser Erde haben gelitten, geschmachtet. Smertsunamakali, ohne Grab. Unsere Väter, Großväter, Urahnen. Ich bin die Letzte. Hier, nimm das. Vostai, treue Benese, behalt dein Geld. Eure Schulden werdet ihr einst auf andere Weise begleichen. Sie werden da oben gezählt. Die Alte drehte sich um und humpelte in ihr Tuch gehüllt zurück ins Haus. Anna und ihre Begleiter erreichten Stolpen nach einstündigem scharfem Ritt. August, gerührt über diesen neuerlichen Beweis ihrer Liebe, reichte ihr den Arm, sie hängte sich ein, noch grübelnd und ernst. So schlenderten sie zusammen um den altertümlichen Bau. Sie ist stark, diese Festung, und kann im Notfall für den Schutz des Landes sorgen. Was hast du, Anna? Ich weiß nicht, was du an diesem alten Gemäuer findest. Auf mich wirkt das alles bedrückend. Mir ist, als hörte ich das Stöhnen der Menschen, die hier gefangen gehalten wurden und gelitten haben. Das ist nicht ohne Schuld geschehen. Man kann nicht mit allen Mitleid empfinden. Aber nun komm, lass uns in den Tierpark gehen. Ich habe dort unter einem Zelt auftafeln lassen. Man wird wild zusammentreiben. Und wir werden viel Spaß haben. Obwohl sie sich Mühe gab, an dem ausgelassenen Treiben teilzunehmen, die Worte der Alten gehen Anna nicht aus dem Sinn.